Ja, ihr solltet geklärt haben, wie ihr die Ableitungen von Funktionen mit zwei Veränderlichen bildet. Ganz kurz nochmal wiederholt. Ihr habt eine Funktion fxy, leitet dann einmal nach x ab und einmal nach y. Wer jetzt Probleme hat, hier zu erkennen, wie ich auf die Ableitung gekommen bin, schaut euch da nochmal die Grundlagenvideos an. Es geht mir jetzt darum, worauf ihr achten müsst bei entsprechend den zweiten Ableitungen. Deshalb habe ich dieses Pfeilschema gemacht. Ihr schnappt euch einmal die Ableitung nach x und leitet diese wieder einmal nach x und einmal nach y ab. Deshalb heißen diese Ableitungen dann zweite Ableitungen xx, weil ihr habt euch die erste nach x geschnappt und nach x abgeleitet. f2-xy, ihr habt euch die erste Ableitung nach x geschnappt und dann nach y abgeleitet. Dementsprechend schnappt ihr euch dann noch die erste Ableitung nach y, leitet diese dann nach x und separat nochmal nach y ab. Vielleicht nochmal kurz ein Schema durchgegangen, vielleicht hier in die linke Richtung. X hoch 3 plus x hoch 2 mal y hoch 2 plus y hoch 3 wäre, auch wenn das jetzt alles eigentlich schon geklärt ist, nach x abgeleitet. 3x hoch 2 ist, denke ich, kein Problem. Hier diesen Teil nach x abgeleitet. Y ist die Zahl. Zahl hoch 2 ist wieder eine Zahl. Zahl mal x hoch 2 wäre abgeleitet. Hochzahl nach vorne multipliziert. Y hoch 2 bleibt mal x. Y hoch 3, da y eine Zahl ist, hoch einer Zahl, ist eine Zahl, die alleine steht mit Plus oder Minus, fällt weg. Ich schnappe mir die erste Ableitung nach x und leite diese nach x ab. 3x hoch 2, denke ich, kein Problem, wäre 6x. Jetzt, da wir wieder nach x ableiten, ist y die Zahl. Zahl mal Zahl hoch Zahl ist wieder eine Zahl mal x, ist die Zahl beim Ableiten. Also 2y hoch 2. Die erste Ableitung nach x geschnappt und nach y abgeleitet. Achtung, konzentrieren. Nach y abgeleitet, diesen Ausdruck heißt, x ist die Zahl. 3 mal Zahl hoch Zahl ist eine Zahl, die alleine steht, mit Plus oder Minus fällt weg. Entsprechend dieser Teil abgeleitet nach y, x wäre die Zahl, also wenn ich nach y ableite, Hochzahl nach vorne multipliziert, 2 mal 2 ist 4, mal die Zahl x wäre 4x mal y. Der Rest sollte, denke ich, dementsprechend klar sein, ansonsten nochmal die Grundlagen dazu anschauen. Wie gesagt, das Wichtigste war hier, worauf müsst ihr achten bei entsprechend den zweiten Ableitungen.